EA Productions. EA Productions liest aus dem zweiten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, Der Brautschmuck, ein deutsches Volksmärchen. Wer vor etlichen hundert Jahren durch das Thüringer Land zog, wählte gern, wenn nicht Liebesgram oder anderes Herz für ihn nach der Einsamkeit trieb, den Weg bei der Feste Aarburg vorüber. Der Türmer stand Tag und Nacht auf der Warte und lugte umher nach Rittern, Pilgrimen oder anderen Reisenden, und wenn er einen erspähte, so blies er ihm zuerst ein munteres Willkommen zu. Dann knarrten die Tore, die Zugbrücken rasselten, die Rosse stampften, die Knappen ritten dem Fremden entgegen und luden ihn ein zum Imbiss und zur Nachtherberge. Der Ritter sprach mit jedem Fremden ein freundliches Wort, und nach Standesgebühr führte er ihn selbst in das Gastzimmer oder befahl ihn seinen Knechten zur Pflege, bis der Gast weitergedachte. Der letzte Ritter, Herr Timo von Aarburg, blieb in der von alters her berühmten Gastfreundlichkeit der Aarburger nicht hinter seinen Vorfahren zurück. Er hatte Brüder, Vettern und Öhme beerbt und kannte keine Sorge, als wenn die Gäste und Fremden in gar so kleinen Haufen bei ihm einzogen. Dann geschah es zuweilen wohl, dass er selbst auszog und die Reisenden nötigte, hereinzukommen. Diesen zeigte er alsdann seine Herrlichkeit und seine Schätze, freute sich, wenn einmal ein Stück oder das andere gefiel, und wenn er es glücklich und mit Verstand lobte, so verehrt er es ihm wohl zum Geschenk. Machte einer aber den Maulredner, lobte, da nichts zu loben war, und wollte mit solchen verkehrten Liebedienerei dem Hausherrn nur den Fuchsschwanz streicheln, so rühmt er ihm oft selbst ein unbehülflich unnütz Stück als ein kostbares Kleinod, und wenn der Fuchsschwänzer dann einstimmte, flugs hatte er das lose Geschenk am Halse und mußte es Höflichkeits wegen behalten und mit auf den Weg nehmen. Der größte Schatz aber in der Aarburg war des Ritters einzige Tochter, in dem ganzen deutschen Lande unter dem Namen der schönen Bertha bekannt. Ritter und Fürsten zogen weit und breit nach ihr herbei, Franken, Briten und Welsche bewarben sich um ihre Minne, aber der war ihr zu fad, jener zu dreist und der dritte hatte den Spleen. Denn die Epidemie der Fremdzucht hatte sich damals noch nicht bis in das Thüringer Land verbreitet, und das Wort des Mannes fand nicht besseren Eingang, wenn es mit fremder Zunge gesprochen ward. Wer diese Braut einmal heimfährt, sagte die allgemeine Stimme, der ist das erste Glückskind der Welt. Denn außer der holden Schönheit, mit welcher sie von Natur, und dem unermeßlichen Reichtum, mit dem ihr Vater von dem Glück beschenkt war, ging noch die Rede von einem unschätzbaren Schmuck, der ein altes Eigentum des Aarburger Hauses sei und den nun Bertha als letzter Zweig dieses Stammes zum Brautschmuck erhalten werde. Einige Bogenschüsse weit von der Aarburg stand eine schlechte, verfallene Feste, die der alte Ritter Heerwart seinem Sohn Balduin als einziges Erbe hinterlassen hatte. Ehe Kaiser Maximilian die Wucherpflanze des römischen Rechtes auf deutschem Boden einheimisch machte und noch der Ritter jeden Flausenmacher, den nach seinem Gute gelüstete, mit Schwert und Lanze auf die Finger klopfte, war Ritter Heerwart unter den wohlhabenden Rittern nicht der Letzte gewesen, denn er wußte tapfer da reinzuschlagen und hatte manchen Gewinn an Beute und Lösegeldern. Aber jetzt, da das Ritterschwert sich unter die Schreiberfeder beugen sollte und der Kaiser im Landfrieden allen Kleinhandel mit fremdem Eigentum hart verpönt hatte, wurde es nicht mehr recht mit ihm vorwärts. In seiner verfallenen Burg mußte er jährlich mehrere Kammern und Türme an Kauz und Eulen abtreten, denen das Handwerk im Freien nicht wie dem Hausherrn gelegt war, und endlich mußten Torflügel und Brücken zur Bedachung genutzt werden, um den Winterpalast des Ritters vor Schnee und Frost zu sichern. Das Sommerhaus hatte sich selbst aus Dorn- und Holundergebüsch über dem alten Gemäuer gewölbt. Ritter Balduin besah mit wehmütigen Blicken die natürlichen Ruinen seiner väterlichen Burg. So wenig Raum er auch mit seiner ganzen fahrenden Habe nötig hatte, so nahm es doch den Anschein, als ob ihm seine Burg diesen nur für die wenigen warmen Tage des zu Ende gehenden Sommers gewähren, keineswegs aber gegen den Frost und Schnee des nächsten Winters Schutz versprechen wollte. Er hielt mit sich selbst geheimen Rat, was unter solchen Umständen zu tun sein möchte, aber seine Gedanken schweiften immer ab von dem Thema, das ihnen der Verstand als Pensum zu bearbeiten gegeben hatte, und ergötzten sich mit der Fantasie an den Bildern und Wünschen, die mit dem einen, was jetzt Not war, sich nicht vertragen wollten.
Ritter Balduins Herz war nämlich dem Bruch so nah als seine Burg, nur dass jenes nicht durch Alter und Feindesgrimm in solchen Zustand geraten war, sondern vielmehr durch Jugend und Schönheit. Er hatte des Arburgers Tochter, die schöne Bertha, gesehen, wie sie bei einem Turnier als das schönste Fräulein einmütig berufen wurde, dem Sieger den Dank zu reichen, um den Preis der Tapferkeit dadurch zu erhöhen und den Mut der Ritter zu entflammen. Balduin stärkte sich an dem Anblick ihrer Schönheit wie an einer Engelerscheinung, hob die Ritter aus dem Sattel, als wären sie Strohmänner, und führte mit seinem Schwert Streiche, als regierten es Luftgeister, besticht ihn mal doch aus des regsamen Schneidermeisters, auch Geisterkönigs Schere und Nadeln. Das schöne Fräulein Bertha war nicht kurzsichtiger als ihre anderen schönen Schwestern in ähnlichen Fällen. Sie merkte wohl, dass ihre Augen die Sonnenstrahlen und ihre süßen Worte die Frühlingshauche waren, welche in dem jungen Ritter die Pflanze des Mutes so kräftig hervorkeimen ließen. Sie lohnte daher den Kampfrichtern mit dem freundlichsten Lächeln, als sie einstimmig ihrem Helden den Preis zuerkannten, und reichte dem jungen Ritter mit so halbem Erröten den Dank, dass ihm die Morgenröte seines Glücks auf ihren Wangen den heitersten Tag hätte verkünden müssen, wäre nicht seine Seligkeit in dem Augenblicke so übergroß gewesen, dass er vergaß, sich daraus eine Zukunft zu deuten. Indessen versäumte Balduin nicht, den Arburger auf seiner Burg fleißig heimzusuchen, und weil er ein munterer Gesell war, der dem Burgherrn manchen Schwank aussehen und ausführen half, so ward er bald der tägliche Gast auf der Arburg, fand alle Zeit seinen Platz an der Tafel, dazu ein Kämmerlein und ein Bett, wenn ihn nicht gelüstete, bei Nacht und Nebel nach Hause zu reiten. Fräulein Bertha gab dem schlanken, munteren Ritter auch manchen freundlichen Blick, forderte ihn wohl selbst zuweilen zum Tanze auf, wenn ihr ungeschickte Gäste mit einem Schleifer oder einer Sarabande drohten, und fragte ihn um seinen Rat, wenn sie ein neues Stück von Putz oder Kleidung sich zulegen wollte. Hierdurch ward der verliebte Balduin kühner in seinen Hoffnungen, und an einem schönen Sommerabend, als Fräulein Bertha bei Sternenlicht in der Laube des Schlossgartens saß und mit ihrer Flötenstimme zu dem Nispeln ihrer Harfe sang, die Nachtigall in das Säuseln der Abendluft, da ward's ihm zu warm und zu mächtig im Herzen. Es übermannte ihn. Er sprang auf, vertauschte seinen Sitz auf der Rasenbank mit dem Platz zu Berthas Füßen, schwur, gleich dem Ton ihres Gesangs nur durch ihren Hauch zu leben und bat um ihre süße Minne. Das Fräulein war überrascht, aber weniger von des Ritters Liebesglut, deren verborgenes Flämmlein sie längst mit heimlicher Freude gesehen hatte, als von ihrem schnell und heftigen Ausbruch. In der Bestürzung entsank die Harfe ihren weißen Armen und, indem sie sich vorbeugte, das Saitenspiel zu ergreifen, begegneten ihre Lippen Balduins Munde. Die Arme, welche nach der Harfe sich ausstreckten, verschlangen sich mit des Ritters Armen, und beide Liebende waren in Kuss und Umarmung gefangen, ehe sie noch wussten, wie viel Dämon Zufall dem Gott Amor in die Hände gearbeitet hatte. In den wenigen Augenblicken, wo die Wirklichkeit einen düsteren Erdschatten in das Mondlicht der ersten Liebesfantasie wirft, war den Liebenden wohl etwas bange, wie Vater Timo, der reiche Ritter von der Arburg, das heimliche Minnespiel seiner Tochter mit dem armen Ritter aufnehmen werde. Sie beratschlagten dann mancherlei miteinander und saßen manche Stunde zusammen, ohne über etwas anderes einig zu werden als, Balduin müsse sich immer fester in des Arburgers Gunst zu setzen suchen, und gelegentlich dessen Gesinnungen und Pläne mit Bertha ausforschen. Diese Gelegenheit zeigte sich bald. Unerachtet alles Aufwandes und aller Pracht auf der Arburg, füllte sich doch Vater Timos Geldkasten täglich mehr und mehr, so dass es oft an Raum gebrach und der reiche Ritter sich genötigt sah, eine Feste oder ein anderes Stück Land an sich zu kaufen, um die vollen Säcke zu leeren. An Gelegenheiten zum Ankauf fehlte es ihm niemals. Denn weil er vom geforderten Kaufpreis nichts abzudingen pflegte, so war er als Käufer hohen und niedern willkommen und hatte Verwalter und Vögte seiner Herrschaft im Pleißner- und Meisterland wie in Thüringen. Einmal hatte er auch eine schöne Herrschaft an sich gebracht, aber als ihm seine Tischgenossen mit vollen Pokalen dazu Glück wünschten, setzte er unmutig seinen Becher hin. »Was hilft mir das alles?« sprach er, »habe ich doch keinen Erben, dem ich aber mein Hab und Gut verlassen kann.« »Ei«, versetzte darauf einer von den Gästen, »habt ihr nicht eine holde, minnigliche Tochter, die euch einen Eidam geben könnte, wie euer Herz ihn wünscht?« »Wohl wahr«, entgegnete der Arburger, »aber ein Sohn wäre mir doch lieber. Der Eidam führt sein Weib auf seine Burg heim, und der alte Vater sitzt dann noch verlassen im leeren Hause.
Hätte ich einen Sohn wie der Balduin, dem suchte ich eine wackere Hausfrau und setzte ihn dort in die neue Herrschaft oder ließ ihn hausen in der Aarburg, wo Raum ist für ein ganzes Geschlecht.« Bei diesen Worten wuchs dem Ritter Balduin der Mut, den zuvor der Wein schon etwas angefeuert hatte. Er besann sich nicht lange und fuhr mit der Rede heraus. »Vater Timo«, sagte er, »wer wehrt es euch, mich zu eurem Sohn zu machen? Gebt mir eure Tochter, die männigliche Bertha, zu meiner Hausfrau und lasst mich auf einem eurer Schlösser wohnen, oder, so es euch gefällt, hier auf der Aarburg. Da sollt ihr eure Freude sehen an Kindern und Enkeln.« Aber anstatt einer freundlichen Zusage zog sich des Aarburgers Gesicht bei dieser Rede gewaltig in die Länge. »Meint ihr, Ritter Herbert?« sagte er mit gezogenem Tone und wendete sich mit einer gleichgültigen Frage an seinen Nachbar. Balduin hätte zwar an allen diesen Zeichen merken können, dass sein Liebesgestirn jetzt nicht in der günstigsten Konstellation stand. Gleichwohl schwoll ihm die Zornader über die Kälte, mit welcher der Aarburger sein warmes Herz und seine Werbung aufgenommen hatte. Er stand im Eifer auf, wiederholte seine Worte und erklärte mit der feurigsten Beredsamkeit seine Liebe zu der schönen Bertha. Timo ließ ihn gelassen sich aussprechen. Dann erwiderte er mit Ernst: »Ritter, woran soll ich erkennen, ob ihr meine Tochter mit redlicher Miene liebt oder um zeitliches Gutes willen? Lasst mich ausreden. Ihr beruft euch auf Ritterwort. Das genügt mir als Ritter in allen Ehrensachen. Aber meine Bertha ist nicht allein der Stolz meines Hauses, sondern auch mein Herzblatt. Übrigens habe ich meine Grille, wie alle reichen Leute, und ihr werdet mich nicht davon abwendig machen. Wer um meine Bertha werben will, muss Burgen und Ländereien voll aufhaben. Je mehr, je lieber, dass seine Hausfrau nicht als Meister Sparbrots Rechentafel wirtschaften muss, sondern leben kann, wie sie als Jungfrau es gewohnt worden ist. Die Liebe im Ehestand ist nicht ein Paradiesvogel, der hoch im Wolkenmeer einzig von Himmelsluft lebt und, wenn er erst tot ist, auf die Erde fällt. Sie ist eine holde Blume, die aus dem Erdboden ihre Nahrung saugen muss, soll sie kräftig und schön blühen und nicht mitten im Sonnenglanz und Westgesäusel hinwelken und verdorren. Darum muss mein Eidam, wie ich gesagt habe, Geld und Güter voll aufhaben, denn was ich von zeitlichem Gut besitze, das verwende ich zur Ausstattung meiner Tochter und zu ihrem Brautschmuck, der köstlich sein soll als einer königlichen Prinzessin.« Den Ritter Balduin wollte diese Rede fast kindisch bedünken. Er belächelte die Unwissenheit des Aarburgers in dem Kurszettel wahrer Minne, nach welchem die Staat- und Luxusmandate güldener Ketten, demantner Ringe und samtner Kleider gegen das natürliche Courant seidener Haarflechten, feuriger Augen und sammetner Wangen in den Zeiten der Liebe mehr verlieren als Staatspapiere und Banknoten zu Kriegszeiten gegen klingendes Gold und Silber. »Vater Timo«, hob er an, »ihr sollt nicht meinen, dass mich nach dergleichen Eitelkeiten gelüstet, auch weiß ich sicher, dass die holde Bertha ebenso wenig danach Verlangen trägt. Ist nicht ihre Schönheit das herrlichste Kleinod?« »Spart eure Worte«, fiel hier der Aarburger lachend ein. »Ich kenne die Redensarten aus meiner Jugendzeit her. Wäre mir auch sehr unlieb, so ihr sprächet, ihr liebet meine Tochter und wolltet ein Haringlein von ihr nicht viel höher achten als alle güldenen Gnadenketten von Kaisern und Königen. Aber vergesst nicht, dass ich gesagt habe, es wäre eine Grille von mir, dass meine Tochter königlichen Brautschmuck tragen soll und dass ihr gegen eine Grille alle Beweise und Gründe ganz vergeblich auskramt. Übrigens bleiben wir, wenn ihr wollt, Freunde nach wie vor. Doch gebt ihr mir vor diesen festen Rittern euer Wort, dass ihr mit Bertha kein heimliches Minnespiel treibt, weder in noch außer der Aarburg, auch weder durch Trutz noch List gegen meinen Willen um sie werbt.« Balduin wollte noch manche Einwendungen machen, aber der Aarburger blieb auf seinem Satze, und der verliebte Ritter mußte ihm Ritterwort und Handschlag geben, wollte er nicht durch Weigerung Gefahr laufen, auch des Anblicks seiner Bertha verlustig zu gehen. Unter den Rittern, die Zeugen dieses Versprechens waren, hatten aber mehrere die Sage vom Brautschmuck auf der Aarburg gehört und fragten scherzweis, ob vielleicht Ritter Timo schon insgeheim ein Töchterlein mit diesem Erbschmuck ausgestattet hätte. Der Hausherr aber ward ernsthaft und sagte: »Es geziemt euch mitnichten, über diese Sache einen Scherz zu treiben. Wohl weiß ich, dass ein solcher Schatz und köstlicher Brautschmuck vormals ein Erbteil der Aarburger gewesen ist. Allein er ist verschwunden und weiß niemand wohin. Darum, so ihr es wissen wollt, habe ich beschlossen, jenes alte Familiengut zu erneuern und meiner Tochter als ein unveräußerliches Erbteil mitzugeben, nach allen Stücken, wie es in einem alten Pergament beschrieben und verzeichnet ist.
Dass es ein überköstliches Werk gewesen sein müsse, möge dir daraus urteilen, dass mir außer meiner Stammburg nach Ankauf dieser kleinen Odien nichts übrig bleiben wird. Anders aber als mit einem solchen Schmuck soll meine Bertha keinem Manne vertraut werden. Das hat seine guten Gründe, wenn ihr sie auch nicht erraten mögt. Mit dieser runden Erklärung meinte nun zwar der Aarburger, das weitere Fragen seiner Zechbrüder abgewiesen zu haben. Allein die alte Welt war nicht weniger auf das Wunderbare begierig als unsere Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts. Die Ritter setzten die gefüllten Becher vom Mund ab, um der Zunge mächtig zu werden, und ließen nicht ab, in ihren Zechwirt zu dringen, dass er mit seinem Geheimnis nicht hinter dem Berg halten, sondern ihnen entdecken solle, von wann der Aarburger Brautschmuck gekommen und wohin er gefahren sei, schwuren auch ihn herbeizubringen und wär er auch in des Türken Gewalt geraten. Ritter Timo war durch den Wein gesprächig geworden und begann. »Wohin der Schatz gefahren, vermag ich euch nicht zu berichten, sintemal er vor meines Vaters Zeit vermisst worden ist, ohne dass sich eine Spur findet, wie er abhanden gekommen. Eine Aarburgerin namens Uda soll ihn zuletzt getragen haben. Es finden sich aber keine Nachrichten von ihr, und man weiß nicht, in welches Haus sie sich verheiratet, oder ob sie mit dem Schmuck entführt worden, oder was es sonst für eine Bewandtnis damit habe. Fast scheint es, als hätte man absichtlich diese Sache im Dunkel lassen wollen. Wie aber jener Schmuck auf die Aarburg gekommen, davon hat mir mein alter Burgpfaff ein wunderliches Histörchen erzählt, das ich euch nicht vorenthalten will, und es steht bei euch, was ihr davon glauben wolltet oder nicht. Meine Urältermutter namens Ursula aus dem Geschlecht derer von Rantzau war schon hochbetagt und eine Mutter von 7 Kindern. Einmal, als sie bei ihrem Kindlein in der Johannisnacht ruhte, ward sie mit ihrem Namen gerufen, dass sie darüber vom Schlaf erwachte. Sie meinte, es wäre eine von ihren Dienerinnen, und fragte, warum man sie zu so ungewohnter Zeit in ihrer Ruhe störte. Da sie aber die Augen auftat, sah sie ein unbekanntes Weib von zwerghaftem Aussehen bei ihrem Bett stehen, entsetzte sich und wollte nach Hilfe rufen. Aber das Weib hieß sie still sein und ihr nachfolgen, weil eine Frau in Kindesnöten ihrer Hilfe begehre. Frau Ursula machte nun zwar manche Einwendungen, fragte woher und wohin, aber das Weib bat sie beweglich und klagte, wie die Kindbettrin, so von gar fürnehmem Geschlecht, all ihr Vertrauen auf Frau Ursula gesetzt, dass die Rittersfrau sich endlich entschloss, ihr zu folgen. Die fremde Zofe führte sie nun aus der Burg, durch alle Wachen ungestört, über Wälle und Zugbrücken, durch Pförtchen und Tore, über Felder und Gewässer, bis sie endlich an einen hohen Berg kam. Hier pochte das Weib an eine Steinplatte, und alsbald öffnete sich ein hohes Portal in dem Berge, durch welches Frau Ursula mit ihrer Begleiterin in die Vorhalle eines unterirdischen Palastes einging. Aus dem Inneren kamen ihr eine Schar kleiner Männlein entgegen, kaum einer ellenlang. Die neigten sich demütig vor ihr und führten sie durch eine Reihe kostbarer Säle und Gemächer, die alle von Edelgestein und Perlen und den herrlichsten Gold- und Silbererzen glänzten. Endlich kam ein anderes zwergisches Weiblein und sagte der Frau Ursula an, dass die Bergkönigin ihrer sehnsüchtig harre. Zugleich taten sich ein paar große goldene Flügeltüren auf. Die kleinen Männlein traten ehrerbietig zurück, aber die beiden Zofen führten Frau Ursula in die Wochenstube der unterirdischen Königin. Hier waren die Wände von feinem, zart geädertem Marmor, und oben wölbte sich eine Kuppel von sanftgrünem Smaragd. An der Seite stand ein Bett von gediegenem Gold. Auf diesem lag ein Frauenbild, schön und holdselig, wie die welschen Maler die Mutter Gottes malen, die sprach, als Frau Ursula sich hier näherte, »Edle Frau, fürchtet euch nicht, und tretet getrost näher, mir beizustehen in der Stunde der Angst, die mich überfällt in der Johannisnacht, wo den Erdgeistern die Kräfte gebunden sind bis zum Ahnenruf.« Auf diese Rede trat Frau Ursula hinzu und sprach selbst ergreißenden Mut ein. Segnete sie auch mit dem Heiligen Kreuz, weil sie noch immer ein böses Blendwerk des Satanas fürchtete. Als sie aber bemerkte, dass alles unverändert blieb wie zuvor und die schöne Königin während des Segens sie nur noch holdseliger anblickte, ging sie freudig ans Werk. Nun erhob sich während der Arbeit ein wunderbar Getön, als flüsterte der Wind in Saiten und spielte mit hellen Glöcklein, bald fern, bald nah und wunderlieblich anzuhören. Es währet auch nicht lange, da reichete Frau Ursula der jungen Mutter ein zartes Knäblein. Und in dem Augenblick klang es wie tiefer Glockenton und Posaunenschall. Die goldenen Pforten öffneten sich von neuem, und der König trat herein, nahm stillschweigend das Kind, küssete es und zeigte seiner großen Schar kleiner Männlein, die vor den Pforten standen und niederknieten, als der König das Kind aufnahm. Frau Ursula sah mit großer Verwunderung alles dieses an.
Endlich berief die Königin sie an ihr Bett und sprach: »Nehmet meinen Dank, edle Frau, für euren Beistand, und dieses zum Andenken an Saphira, die Bergkönigin. Bewahret den Schmuck in diesem Kästlein wohl. Solang er bei eurem Hause bleibt, wird es grün und blühen und mit seinen Zweigen das ganze deutsche Reich überschatten. Aber verlöschen wird euer Name, kommt dieser Schmuck von euch. Doch möget ihr wohl ein Stück davon oder das andere einer geliebten Tochter mitgeben, denn so halten die edlen Steine das Herz und den Geist frisch, mach noch angenehm und fröhlich. Nur seid so dann bedacht, dass ihr alsbald ein ähnliches Stück von gleichem Wert dagegen schaffet, damit der Schmuck vollständig bleibe, jede Braut auf der Arburg an ihrem Ehrentage sich damit schmücke.« Mit diesen Worten deutete die Königin auf ein ansehnliches und sehr zierlich gearbeitetes Kästlein, das eine der Zofen hielt und wozu Saphira selbst an Frau Ursula den Schlüssel überreichte. Das Zwergweib geleitete nun die reich beschenkte Wehmutter aus dem unterirdischen Königspalast in ihre Burg zurück, bediente sie beim Auskleiden, stellte sodann das Schmuckkästlein auf den Nachttisch und beurlaubte sich zuletzt mit höflicher Verneigung von der Burgfrau. Als nun meine Urältermutter am Morgen spät erwachte, dünkte sie, das alles ein Traum. Doch merkte sie bald an dem Kästlein, wozu sie den goldenen Schlüssel noch in der Hand hielt, dass ihr wirklich etwas Seltsames und Wunderbares in dieser Nacht begegnet sei. Sie zeigte alles ihrem Eheherrn an, und beide staunten ob dem überköstlichen Schmuck in dem Kästlein, denn da waren Diamanten aus die St. Lambertusnüsse und Perlen aus die größten Weinbeeren, dass schier der römische Papst keine so kostbaren in seiner Krone hat, und man dieses wohl mit Recht ein mehr als königliches Grazial nennen konnte. Es bewies sich auch der Wundersegen, den die Bergkönigin verheißen hatte, denn das Geschlecht der Arburger mehrte und breitete sich durch das ganze Reich und hatten alle vollauf, solange der Schmuck auf der Arburg war. Seit er aber verschwunden ist, starb ein Arburger nach dem anderen kinderlos hin, und ich bin der Letzte, werde auch bald den Namen der Arburger mit mir zu Grabe tragen. Meiner Bertha soll aber der Schmuck darum nicht entgehen, denn es ist mir ein früher verschenktes Stück davon durch Abgangsrecht zugefallen, welches, fast den Worten der Bergkönigin zu trauen ist, den anderen Stücken, die dazu gefertigt werden sollten, seine Tugend mitteilen wird. Die Ritter kannegießerten noch lange über diese Berggeisterspende. Mancher wollte den Starkgeist machen, meinte, die Ältermutter habe lebhafte Fantasien gehabt im Traum. Der Schmuck aber sei späterhin zugedichtet worden, wie die Legende zum Evangelium, und sei das heimgefallene Stück nicht besserer Beweis für das Ganze als eine Sprosse von des Erzvaters Jakob Himmelsleiter für dieses englische Zimmerwerk selbst. Mancher hingegen wusste ähnliche Begebnisse solcher geistigen Schenkungen und Rekompensen anzuführen, als die güldischen Sandkörner, welche das Zwerglein im Schloss Rosenberg dem Grafen Hermann zum Valet darboten, ingleichen den Ring, welchen die edle Frau von Alvensleben zu Calva an der Milda von einem gespenstischen Weiblein für einen ähnlichen Liebesdienst erhalten habe, und bewies gleich dem geisterkundigen Jungen aus der Gewissheit dieser Geschichten die Möglichkeit der arburgischen Wunderhistorie und des Geisterspruchs überhaupt. Ein Dritter aber schüttelte bedenklich das Haupt, meinte, solche Spenden seien überhaupt verdächtig und nehme es gewöhnlich mit ihnen kein gutes Ende, wie er denn schon früher von einem Hafner in Palästina ein Liedlein gehört von einem schönen Fräulein, die auch einen solchen Schatz besessen. Als sie aber am Hochzeitstage sich geschmücket und auf dem Bräutigam geharret, sei anstatt des Hochzeiters der schwarze Höllenritter gekommen und habe die Braut mit dem eitlen Schmuck heimgeholt, wodurch denn die Kleinodien vermutlich dem finsteren Schacht des Abgrundes wieder anheimgefallen wären. Ritter Balduin saß gar missmutig dabei, nahm geringen Anteil an der Kontrovers und verwünschte den Brautschmuck, der ihm die Braut raubte, in die obersten Örter der Erde. Die Tage waren indessen kürzer geworden, und es nahte die Zeit der Herbstnachtgleiche. Der Wind blies frostig über die Stoppeln und schlug Regen und Graupelwetter durch Dach und Fenster in Balduins Burg. Da entschloss er sich eines Tages schnell, trat zu dem Arburger und sprach: »Ritter Timo, mich duldet es nicht länger in der Nähe der Arburg. Der Sturmwind spielt meiner Feste gar übel mit und die Liebe meinem Herzen noch übler. Darum habe ich beschlossen, zu dem Heer des Kaisers zu ziehen, ob ich mir Ehe und Gut erwerben kann. Meine alte Burg bitte ich feil, mögt ihr sie haben, so seid ihr mir der beste Käufer. Gebt mir dafür, was euch recht denkt.« Ritter Timo hörte diese Rede zwar ungern, denn er war dem Balduin gewogen,
Doch als er sah, dass dieser auf seiner Meinung bestand, ließ er ab vom Zureden, schloss den Handel über die Burg, richtete sodann ein großes Mahl zum Valet aus und ließ den Ritter Balduin zur letzten Ergötzlichkeit an der Seite der schönen Bertha sitzen. Zum Schluss berief er den reisefertigen Gast zu sich in ein Fenster, übergab ihm einige Briefe und sprach: »Zieht mit Gott, Ritter, und kehrt bald und fröhlicher wieder, als ihr auszieht. Ihr werdet nicht allerwärts gute Herberge finden, absonderlich jetzt, wo öfter jeder Winkel mit Rittern, Knechten und Reisenden angefüllt ist. Darum nehmet diese Briefe mit euch, die ich an meine Burgvögt und Haushalt habe schreiben lassen, dass sie euch auf das Beste bewirten, gleich als käme ich selbst. Ihr sollt Herr sein auf meinen Burgen, solange es euch gefällt, und habt deshalb nur meinen Befehl vorzuzeigen. Nun Gott befohlen, euer Ross harrt eurer.« Damit schob er jenen zur Türe hinaus und hörte auf keinen Dank. Unten aber fand Balduin sein Ross gesattelt und fertig, schwang sich darauf und zog mit manchem Seufzer nach dem Fenster seiner Bertha auf gut Glück in die Welt hinein. Er hatte schon manchen Gebrauch von seinen Panisbriefen gemacht und die nächsten Vögte freundlich und willfährig, die entfernteren rauer und herrisch gefunden. Schon war er willens, die letzten Briefe unabgegeben zu lassen, denn ihn widerte das hoffahrende Wesen der Amtleute, aber ein unfreundliches, wildes Schlackerwetter trieb ihn gegen Abend nach der Funkenburg, nahe bei der Stadt Leipzig im Pleißnerland, die vormals eine mäßige Feste war, auf welcher ein Vogt des Aarburgers hausete. Heutzutage aber ist es ein anmutiger Platz, wohin sonntags und werkeltags die Städterlust wandelt, und es ist nichts Rittermäßiges daselbst zu sehen, als Messenzeit welsche und englische Kunstreiter, auch zuweilen ein fahrender Ritter, so aber nicht vom Stegreif und Sattel, sondern vom Windfähnlein und der Luftgondel lebt. Die Burg schimmerte von weitem durch Nebel und Schneegestöber, und in der Nähe sah Balduin, wie sie gar lustig in allen Fenstern beleuchtet war, als feierte der Vogt ein Freudenfest zu Ehren der Burgherren. Balduin stieß einige Male in sein Horn, aber drin war man zu geschäftig, um den Wanderer draußen zu antworten. Endlich ertönte von innen die allgemeine Präliminarfrage des Einlasses: »Wer da?« Und dem Ritter ward nach einem langweiligen Examen aufgetan. Er schickte dem Burgvogt seinen Brief, mußte aber indessen unter dem Rossbuben verweilen, bis der Vogt Befehl gab, ihn in die Burg zu führen. Hier ging es nun gar munter zu. Geiger und Pfeifer spielten gar lustig auf, Ritter und Dirnen drehten sich im Tanz oder saßen in vertrauter Umarmung auf weichen Lotterbettlein. Andere saßen an Schenktischen und leerten die Becher geschwinder, als die Diener sie füllen konnten, sangen dabei Trink-, Schimpf- und Liebeslieder und lachten darunter, dass die Becher auf den Tischen klirrten. Der Vogt taumelte den ankommenden Ritter entgegen und bat ihn Platz zu nehmen und es sich wohl sein zu lassen. Aber Balduin mochte in dem Lärm nicht bleiben und sehnte sich nach Ruhe. Da zog der Wirt die Augenbrauen aufwärts, zuckte die Achseln bis über die Ohren und sprach: »Edler Ritter, der feste, gestrenge Herr Timo von der Aarburg gebietet mir zwar, eure auf das Beste zu pflegen. Gleichwohl werdet ihr diese Nacht mit einem engen, schlechten Zimmerlein vorlieb nehmen müssen, weil, wie ihr seht, die ganze Burg besetzt ist. Es wäre denn, dass ihr das Herrenzimmer erwähltet, wo es aber nicht ganz geheuer sein soll.« Das sagte aber der arme Schalk nur, um sich des Spähers, für welchen er den Ritter hielt, mit guter Art zu entledigen, denn er hoffte nicht, vor dem Hausherrn zu bestehen, wenn dieser einmal sagen sollte: »Tue Rechnung von deinen Haushalten.« Das Zimmerlein, das er dem Ritter zur Schlafstätte angeboten hatte, war so luftig, dass es jedem Gast im Schlosshofe angenehmer gedeucht haben würde. Dagegen war das Herrenzimmer seit langer Zeit eine wüste Behausung der Geister, und mancher Waghals, der den Strauß mit dem gespenstischen Usurpatoren hatte unternehmen wollen, war morgen mit rückwärts gekehrtem Gesicht gefunden worden. Der Ritter ließ sich die beiden Gemächer zeigen, verwarf das erste und befahl im Herrenzimmer, ihm ein Bett aufzuschlagen und ein Abendessen nebst Schlaftrunk zu bereiten. Er war mit seiner einsamen Mahlzeit geschwinder zu Ende als die Bankettiere an der Tafel des Vogtes, von der noch lange Jubel und Gesang zu ihm schallte. Als es aber gegen die verrufene Stunde hinkam, wo die Unterwelt ihre gespenstischen Missionare zur Bekehrung der Ungläubigen und Freigeister in der Oberwelt entsendet, da ward es stiller und immer stiller in der Burg. Die Fackeln und Kerzen erloschen, die Sänger verstummten und die Geiger und Pfeifer zogen nach Haus. Balduin stärkte sich mit einem Schlaftrunk gegen die Anfechtungen des Nachtgrauens,
schob das Feuer im Kamin zusammen und warf sich auf das ihm bereitete Bett, wo er in Gedanken an seine Bertha zu entschlummern und wenigstens im Traum ihrer holden Schönheit sich zu erfreuen hoffte. Aber der Wächter, der die Stunde der Mitternacht in der Burg ansagte, rief den Ritter aus der anmutigen Vorhalle des Traumtempels in die dornige Wildnis seines Lebens zurück, wo ihm die neckenden Kobolde Liebespein und Unmut irrführten, daß er die Traumpforten nicht wiederfinden konnte. Er versuchte zwar mancherlei Wege und vergaß auch nicht den dürren, sandigen Hohlweg der Langenweile, welche der humoristische Jean-Paul als Probat rekommandiert, ohne jedoch seine Leser dieser Wohltat froh werden zu lassen, aber selbst dieser Weg führte ihn nicht zum Ziel, denn er ward bald von gar seltsamen, romantischen und abenteuerlichen Partien unterbrochen. Der Ritter wendete sich auf seinem Pfühl unmutig von einer Seite zur anderen. Da dünkt ihn, es rauscht es im Schlund des Kamins. Er richtet seine Augen dahin und sah bald durch den Schornstein etwas herabfallen wie eine Menschenhand. Nicht lange so rauscht es von neuem und es fiel ein Fuß durch denselben Weg herab. Diesem folgte eine zweite Hand und wieder ein Fuß und so nach und nach alle Requisiten eines menschlichen Körpers, jedes nach seiner Gebühr bekleidet, herab, fügten sich zusammen, wie im chinesischen Schattenspiel oder im Pygmäentheater, womit Herr Charles und Company die Pariser Oper pygmäisieren, und alsbald stand ein riesenhafter Schweizer mit Wehrgehenk und Partisane fertig da und stellte sich an die eine Seite des Kamins. Der Organisationsprozess begann in kurzem von neuem, und ein zweiter Hellebardiere trat geschmückt und gerüstet auf die andere Seite des wunderbaren Laboratoriums. Aber jetzt verwandelte sich der allmähliche Gliederregen in ein prasselndes Hagelwetter. Weiberfüßchen, Männerfäuste, Kinderköpfe, ein ganzes Sortiment menschlicher Gliedmaßen polterte herab, darunter Materialien zu Tischen, Sesseln, Schemeln, auch Tafelgedeck. Goldene Kannen, Pokale und Kessel mit allem Zubehör eines satanapalischen Mahles, daß das halbe Zimmer davon erfüllet ward. Die beiden Erstgeborenen der gespenstischen Schöpfung legten nun ihre Partisanen aus den Händen und fingen an, die eingekommenen Beiträge und Miszellen für die neuen Welt- und Menschenkunde zu redigieren. Sie setzten aus dem Chaos menschlicher Fragmente so geschickt und zierlich Menschen zusammen, wie die Sagensammler der Vorzeit aus den Rhapsoden einen Homer, der lange unter Griechen und Griechengenossen für ein Muster eines ganzen Mannes passierte, bis ein Deutscher die Fugen seiner Zusammensetzung ausspähte. Unter ihren Händen entstand zuerst eine stattliche Dienerschaft, die geschäftig sich umhertrieb, Tische, Sessel und Schemel zusammensetzte und bald eine Tafel serviert hatte, an der nur noch die Gäste fehlten. Bald aber gingen auch diese aus dem alchemistischen Schornstein hervor. Männer und Frauen in der prächtigsten Galatracht der früheren Zeit erschienen, nahmen auf den Sesseln Platz oder spazierten umher. Zuletzt kam aus dem finsteren Schlot ein holdes Fräulein, in weiße Seide gekleidet, schön, zart und schlank, aber auch blass wie eine Lilie. Ihr Antlitz war wie ein Seufzer des Himmels, kummervoll, aber von unaussprechlicher Lieblichkeit. Zu ihrer Seite ging ein Ritter, schwarz und unholdselig anzusehen. Sein Mund war lachender Grimm und seine Augen finstere Gewitterwolken voll düsterer Blitze. Er führte das Fräulein vor einen Spiegel, der ihre schöne Gestalt als ein schmähliches Totenbild ihr zeigte, das sie voll Entsetzen sich abwendete. Doch zwang sie der Unhold mit ihren sanften Augen, das abscheuliche Trugbild zu beschauen und sich vor diesem Spiegel zu schmücken. Denn es brachten ihr nun die Dienerkleider von Gold und Silberstück und eine Brautkrone, auch Halsschmuck und Armspangen, Fingerreifen und Ohrengänge, aber alles war geglüht in höllischem Feuer und zischte Funken wie roter Stahl auf dem Amboss des Waffenschmiedes. Bis hierher hatte Ritter Balduin aus seinem Lager einen stummen Zeugen dieses Abenteuers abgegeben. Allein jetzt schien er selbst zur Teilnahme daran genötigt zu werden. Auf einen unwillkürlichen Schrei, den das Mitleid mit der Geängstigten ihm auspresste, wendete sich die ganze Geisterversammlung nach dem Bett. Einer stand auf, nahm einen güldenen Pokal von der Tafel und kredenzte ihn dem menschlichen Gaste, nötigte ihn auch durch Zeichen, sich zu erheben und an dem mitternächtlichen Mahle teilzunehmen. So mutig die alten Ritter waren, wo er seinen körperlichen Feind galt, so wenig achteten sie es, als wahre Gegenfüßler der tapferen Paladins unserer Zeit, für Schande der Geisterwelt gegenüber einen Schauder zu empfinden.
Ritter Balduin hätte lieber 100 Sarazenensäbel gegen sich blinken sehen, als diesen goldenen Pokal, welchen ihm der nächtliche Zechbruder mit der entfleischten Knochen anbot. Indessen sah er hier kein Entkommen, und sein Zögern machte schon die anderen Gäste rege, dass sie langsam seinem Bett sich näherten. In solchen Augenblicken ist einem starken Gemüt der Übergang von ängstlichem Zweifelmut zu dem tapfersten Heroismus so leicht und schnell, als in dem Hasenherzen eines Paltrons der Sprung von großtuender Prahlerei zu der kleinmütigsten Verzagtheit. Ritter Balduin ermannte sich, sprang frisch vom Lager auf, fasste mit der rechten sein Schwert, mit der linken ergriff er den dargebotenen Becher und setzte ihn gewaltsam auf den Tisch. »Wer ihr auch seid«, rief er mit festem Ton, »wie mögt ihr einen rechtlichen Ritter auffordern, euch Bescheid zu tun und den Becher mit euch zu leeren, so ihr doch Gewalt übt an schwachen Dirnen nach Art des Raubgesindels? Seid ihr Menschen, so stellt euch meinem Schwert, dass wir um die Dirne fechten, wo nicht, so hebt euch weg aus der Menschenwohnungen.« Auf diese Rede lachte der schwarze Ritter verbissen, und von seinem dumpfen, heimlichen Gelächter erzitterten die Mauern des Hauses. »Diese Dirne«, rief er, »hat sich mir zur Braut ergeben und bleibt mein. Jede Nacht prangt sie mit dem feurigen Schmuck, bis diese Steine zurückkehren in die Hand des rechten Herrn. Schmückt euch, schöne Braut, und ihr, Ritter, tut uns Bescheid.« Bei diesen Worten drangen die Hochzeitsgäste, in den dürren Händen die Pokale mit rotem dampfendem Schaume gefüllt, auf Balduin ein. Die Männer schienen ihn zum Trunk, die Frauen zum Tanz einzuladen. Aber Balduin hielt ihnen den Griff seines Schwertes vor und machte sich Platz durch den grinsenden Haufen. Er brauchte keine aretinische Gedächtniskunst, um sich bei dieser peinlichen Toilettenszene an den verschwundenen Arburger Brautschmuck zu erinnern und in der blassen Braut das Fräulein im Liede des Hafners in Palästina und zugleich jene Uda zu erkennen, von welcher die Arburger Geschlechtsregister schwiegen und über deren Verschwinden ihm die unholde Gesellschaft ein genügendes Licht gab. Seiner Sache gewiss trat er zu dem schwarzen Ritter und sprach, »Ich werde dir Bescheid tun, wie du es verdienst. Diese Jungfrau ist Uda, die Arburgerin, und du hast fernerhin keinen Teil an ihr. Diese Steine sind eine Gabe der Bergkönigin Saphira und jetzt in den Händen rechtmäßigen Eigentümers, denn ich selbst nehme sie hiermit für den Ritter Timo von der Arburg in Besitz.« Diese mündliche Proklamation, mit der Balduin sein erobertes Territorium okkupierte, hatte denselben Erfolg wie die gedruckten in unserem diplomatischen Zeitalter. Die feindliche Besatzung, die in dem Herrenzimmer garnisonierte, wartete das Ende nicht ab, und zufrieden, ihre Persönlichkeit zu salvieren, ließ sie das nächtliche Bankett mit allem Zubehör dem Sieger zur Beute. Balduin war außer sich vor Erstaunen und Freude, als ihm der Morgenstrahl die Pracht der zurückgelassenen goldenen und silbernen Geschirre nebst dem Reichtum und Glanz der Juwelen zeigte, und ihm kein Zweifel blieb, dass dieser Nachlass der gespenstischen Braut nichts anderes sei als der verlorene Arburger Brautschmuck. Er war noch mit Musterung seiner Reichtümer beschäftigt, als der Burgvogt mit mehreren Knechten die Tür öffnete und sich höchlich verwunderte, den Ritter nach dem fürchterlichen Brausen, das alle Schläfer im Schloss um Mitternacht aufgeschreckt und geängstigt hatte, noch lebend und gar im Glanze solcher Umgebungen zu finden. Denn der Schalk hatte nichts gewisser geglaubt, als der tosende Schwarm habe den verwegenen Geisterseher, wie Mephistopheles den Dr. Faust durch die Lüfte geführt. Ritter Balduin durchschaute auch bald das Herz des Vogtes, wie es nach der glänzenden Beute aus der Geisterwelt gelüstete. Er befahl ihm daher, Wagen und Rosse bereitzuhalten, um den Schatz unter seinem Geleit auf die Arburg zu bringen, mit dem Bedeuten, dass die Geister nicht mehr in dem Herrenzimmer hausen würden. Dagegen der, welcher es wagen möchte, seine Hand an das geringste Stücklein dieser kleinen Odien zu legen, alsbald von den höllischen Heerscharen werde in die Lüfte geführt und zur Speisung der Raben zerrissen werden. Da nun in der folgenden Nacht kein Geisterspuk mehr im Herrenzimmer gehört wurde, so galt Ritter Balduin für einen kräftigen Teufelsbanner, und der Vogt gehorchte allen seinen Befehlen auf das Pünktlichste. Ritter Thomas war seit Balduins Abschied gar missmutig worden. Die schöne Bertha saß oft neben ihm, sang traurige Lieder vom Scheiden und Meiden und raffinierte gar trübselig dazu. Da blies einmal der Türmer des Morgens ein lustiges Stücklein, und die Edelknaben verkündigten, aus dem Walde nahe sich ein glänzender Zug von Wagen und Reisigen, und der Ritter, der den Zug führe, trage Ritter Balduins Feldbinde und Helmzeichen, sei auch der Gestalt nach kein anderer als er selbst.
Da schlug dem Vater Timo das Herz hoch vor Freude, und die holde Bertha lief und trat eilend auf die Burg hin und deckte mit ihrer weißen Hand ihre Augen vor dem Licht der guten Morgensonne. Vom Walde her aber blinkten ihr Helm und Schilder und hellpolierte Harnische und Schwerter entgegen. »Wer ist es?« rief sie herab, und der alte Ritter befahl schleunigst, die Burg zu öffnen. Da rasselten die Riegel der Tore und die Ketten der Zugbrücken klirrten. Die Edelknechte schwangen sich zu Rosse, und der Türmer intonierte ein Willkommen ohne Ende, daß es widerschallte in Wald und Gebirg, und die Hirsche und Eber waldeinwärts flohen. Die schöne Bertha aber stieg eilig vom Burgsäule herab und barg sich verschämt in ihr Klosett, wo sie geheim in den Fenstern lauschte nach dem Einzuge des Ritters. Der sprang fröhlich vom Rosse, umhalsete den Arburger und sprach: »Vater Timo, so ich euch zurückbringe die Spende der Bergkönigin Saphira, deren Wert ihr gleich achtet allen euren Burgen, und dazu noch einen köstlichen Schatz von Gold und Silber gerät, achtet ihr mich dann wert, euer Eidam zu sein, und lasst ihr mich wohnen mit der holdseligen Bertha auf einer eurer Burgen, dieweil ihr nun nicht nötig habt, sie hinzugeben, um des Brautschmuckes willen eurer Tochter.« Der Arburger meinte in dieser Rede eitel Rätsel zu vernehmen und hieß den Ritter Balduin mit sich in die Burg gehen, um bei dem Becher die Rätsel zu lösen. Als er nun alles gehört und die Kleinodien mit Verwunderung betrachtet hatte, sprach er: »Ihr wisst, dass mir das Herz nicht an schnödem Geld und Gut hängt, und dass ich darum euch meine Bertha nicht geweigert habe. Auch möchte ich sie euch vielleicht nicht vorenthalten haben, hättet ihr nach einiger Frist nochmals um sie geworben, wiewohl ich ungern sie minder reich gesehen hätte, als Hausfrau, denn als Dirne. Nun aber nehmt sie hin. Sie wird Saphiras Brautgeschenk mit Ehren tragen, und lasst eure Hochzeit sein, sobald es euch gefällt.« Balduin und Bertha säumten nicht lange, ihren Liebesbund durch die heilige Weihe der Kirche einsegnen zu lassen. Als nun die holde Braut, geschmückt wie die Bergkönigin Saphira selbst und doch ihren Schmuck überstrahlend wie der edle Demant seine goldene Fassung, in das Brautgemach geführt ward und an der Seite ihres Balduins sanft entschlummert war, da trat ein Traumbild an ihr Lager und flüsterte ihr zu: »Ich bin Uda, die Erlösete. Bitte deinen Gemahl, dass er meinen Leib aus der Berghöhle in die Gruft meiner Väter bestatten lasse.« Von der Stimme erwachte Bertha und sagte ihrem Gemahl das Gesicht an. Dieser fand am Morgen alles, wie das Traumbild angezeigt hatte, und brachte Udas Gebeine in die Gruft zur Ruhe. Dem Vogt von der Funkenburg aber verehrte Herr Timo einen schönen, großen, güldenen Pokal von dem Bankett des gespenstischen schwarzen Hochzeiters, in welchem er eine ausführliche Verzeichnung der sämtlichen Kleinodien an Gold, Silber, Perlen und Edelstein zum Gedächtnis eingraben ließ, welche Ritter Balduin von den Geistern in dem Herrenzimmer erbeutet hatte. Hierdurch erhielt sich die Sage von einem großen, in der Funkenburg bei Leipzig verborgenen Schatze, wovon ein jeder Besitzer bis auf den heutigen Tag ein ausführliches Verzeichnis vorzuzeigen weiß. Aus unserer Geschichte aber ergibt sich, dass es nur eitle Mühe sein würde, deshalb Nachforschung zu tun, indem Ritter Balduin den wahren Schatz längst von der Funkenburg abgeführt und den Eigentümern dieser weltbekannten Besitzung nichts davon übrig gelassen hat, als die vollständige Beschreibung. Ich